Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft. Hier auf dem Kanal. Wieder mal am Start auf dem Feed the Beast Server. So wie quasi immer. Es haben sich offscreen ein paar Sachen getätigt und verändert. Und ja, ich stehe halt schon hier, weil sich hier etwas verändert hat. Und ja, erstmal News von Man of the World mit Man of the World. Nur hier bei Minecraft.tv. Willkommen, ihr Man of the World. Hallo meine Damen und Herren. Ja, eine lange Zeit ist wieder vergangen, zwei ganze Tage, und es ist endlich mal wieder Minecraft gekommen. Was ist in dieser Zeit passiert? Ich bin schwanger geworden, mein Kind ist bald auf der Welt und ich weiß nicht wieso. Aber jetzt nun zum Wichtigsten. Wir haben vieles geschafft, vieles vorbereitet. Er wird gleich zeigen, was er vorbereitet hat in Richtung gegen Tierkrankheiten und Tiertechnik. Und ich bin natürlich wieder auf der Suche nach der großen Magie, der großen Künstler. Dafür habe ich heute was vorbereitet, und zwar die Boots of Traveler. Keine Ahnung, was es wird. Aber ich habe nebenbei wieder mein Handy laufen, wo die ganzen wichtigen Daten, von der ganzen Welt zusammengefasst sind, von allen wichtigen, großen Künstlern. Und damit gebe ich wieder zurück an... ins Studio. Jojo. Ja, ich wollte jetzt nicht großartig weggehen. Ja, zuerst, ich habe offscreen ein wenig was verändert. Und zwar habe ich hier gleich 4 Centrifuges draus gemacht. Das ging mir auf die Nerven, dass es so langsam produziert hat. Ich meine, 500 Sekunden für, ich glaube, das waren 2 Tin, ein Electrum Ingot und 4 Copper oder irgendwie so. Das haben wir jetzt vervierfacht. Das braucht halt 500 Sekunden, um jetzt das Vierfache herzustellen. Meine Tanks sind fast voll. Also zur Hälfte und der eine fast. Dann habe ich offscreen die Quarry umgesetzt. Auch nichts sehr Verwunderliches. Steht halt jetzt woanders und baut wieder ab. Der Füller ist fast fertig geworden. Ich bin gerade schon beim Gucken, aber ist noch nicht. Da war ich gestern nämlich lange Zeit online und habe ja einfach nur online gewesen. Hat sich hier eigentlich noch was verändert? Hier ist nichts mehr. Das hatte ich schon mal gesagt. Hier unten hat sich generell nichts verändert. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Ja, mir ist bewusst, dass ich noch im F1-Modus rumlaufe. Das hat auch so seine Bewandtnis. Das ist nämlich die größte Veränderung bis jetzt. Ach ja. Ja, ansonsten hat sich, glaube ich, gar nichts verändert, außer dass ich jetzt die Hühnerfarm heute weiterbauen werde. Und ja, was sich verändert hat, ich habe neuen Skin. Ich habe mir nach der letzten Minecraft-Folge einen Skin gepixelt. So eine Stunde. Und ja, das habe ich auch nie geguckt. Ja, das war, glaube ich, F5, ne? Ja. Ich habe jetzt einen Professor-Skin. Allerdings ein etwas verrückter Professor. Hab bei der Kittel hatte ich mir ein bisschen Hilfe, also quasi eine Annäherung an quasi eine Vorlage gehabt, aber im Endeffekt habe ich alles selber gemacht. Ja. Und war ganz lustig. Das Programm ist NovaSkin heißt es, glaube ich. Das ist eine Seite, bei der man halt einen Minecraft-Skin erstellen kann. Und das funktioniert echt saugut, muss ich schon sagen. Ja. Ist cool. So, und Sachen, die ich jetzt vorbereitet habe, ich habe mir hier, das werden wir heute bauen. Den brauche ich nämlich für die Hühnerfarm. Und ja, dann können wir dem Lümmler da mal den Skin zeigen. Theoretisch. Ah, warte. Ich bin umgewohnt. Ja. Ausländer, raus! So, und dann brauche ich noch 16 Volut. Ach, ich habe hier nebenbei wirklich Minecraft Wiki offen, FeedTheBeast, Wikipedia.com, kann ich sagen. Und bin jetzt nebenbei auf der Suche nach allen Rezepten, die ich jetzt dafür brauche. So. Und das finde ich eigentlich, ja, ziemlich nice. Er hat es mir schon letztes Mal gesagt, ich habe es auch letztes Mal schon gesehen, aber ich möchte es nochmal gesagt haben. So, so 3 davon. Dies. 2 davon. Und die Bienen? Ah, die Bienen haben wir jetzt uns schon. Bus. Ah, Feder müssen wir auch haben, oder? Haben wir eigentlich nicht. Boah. 47 Stück. Okay, wo auch immer wir die her haben.
Jetzt das mit einer Torch. Das andere war... Das können wir noch nicht machen, dazu brauche ich nämlich einen Stone. Da kommt nämlich ein Stone hier hin, eine Torch hier hin und der Stone Wafer dahin. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. So, und dann können wir jetzt hier den ganzen Stuff zusammensetzen und einen Timer draus basteln. Das ist zum Beispiel hier eins von diesen Redstone-Dinger-Geschichten, die im Endeffekt komplexere Redstone-Schaltungen ersetzen, indem sie halt ein Block sind. Was relativ cool ist und deutlich platzsparender ist und außerdem auch angenehmer ist, besonders was diese Timer-Geschichten angeht. Denn gerade die sind es, die ja nach jedem Neubetreten des Servers quasi resettet werden müssen per Hand, weil sie ansonsten nicht funktionieren. Und ja, wenn der Block halt eben nicht, das macht's deutlich angenehmer. So. Jetzt die spannendste aller Fragen, wie baue ich das? Theoretisch drei tief. Richtig, falsch, falsch. Ja, falsch. Es muss vier tief sein. So. Jetzt falsch. Jetzt muss ich überlegen. Hier kommt der Dispenser hin. Da drüber kommt die... Ah, ich habe die Sachen ja noch nicht rausgenommen. Ich vergaße. Nochmal neu. Da muss ich noch ein paar Sachen holen. Stimmt, ich wollte die Rüstung ablegen und hatte dann keinen Platz mehr im Inventar. Deswegen habe ich kurz ein paar Sachen weggelegt, die ich jetzt eigentlich brauche. So, hier sind sie. Das und die ganze Kabellage sowie die Redstone-Geschichten. Achso, doch, ja, stimmt. Eine Sache hat sich noch verändert. Also ich habe mich hier drüber mal informiert. Das ist ein bisschen arg sehr, sehr kompliziert. Was passiert, wenn ich jetzt rausklicke? Nichts. Okay, sehr gut. Minecraft ist gut. Ich liebe Minecraft dafür. Das ist ein bisschen sehr kompliziert, also, und diese white inverted Psychorium Lamps, das kann ich auch mal nochmal kurz zeigen. Ich hatte ja in meinem Sicherheitshaus am Anfang am Eingangsportal bis jetzt, Torches hingestellt und so, damit halt, ja, Mob safe. Ich habe das jetzt ausgetauscht gegen drei Inverted White Psychorium Lamps. Und wie gesagt, hierfür habe ich noch eine gute Idee. Die kommt dann im nächsten Part. Genug Deko-Blöcke und alles haben wir da. Das sollte ganz gut funktionieren. Und mir wird es auf dem Ohr gerade ein wenig laut. So, angenehmer. Ach ja, und da ist jetzt eine Dabei-Tür drin. Stimmt, ganz vergessen. Ja, meine Zuschauer wissen schon, warum ich eigentlich einen Professor-Skin anhab, aber für den Fall, dass du es nicht weißt, was du definitiv nicht tust, weil du noch nie in meinem Sicherheitshaus warst, da steht eine Notiz vom Professor. Okay. Achso, und was ich auch gerade eben noch gemacht hatte, das fällt mir jetzt erst wieder ein, ich habe hier das mal auf 3 erweitert, weil mir das mit dem einen auf die Nerven ging, da die ganze Zeit hüpfen zu müssen. Vor allem Industrial Blast Furnace, dieser Weg, den du da hingebaut hattest, der war nur ein breit und ich habe den jetzt auf 3 erweitert, weil mir das auf die Nerven ging. Das ist ein Dispenser. Der müsste also mit der Schaltung hier funktionieren. So, dann brauche ich hier ganz unten... Ach Gott, ich brauche erstmal Licht. So geht es nicht. So, hier, da weg, da weg, da weg. So, oh, das Koppererz, das müssen wir mitnehmen. Kopper ist nämlich wichtig, ist knapp und rar. Und wie ihr wisst, oh ja, ja. Und ein bisschen Eisen auch noch. Und noch mehr Kopper. Oh, ist das ein Träumchen. Das ist ja ein Träumchen. Das ist ja ein wunderschönes Träumchen. Ja, und ein bisschen Red Psychorium, das lassen wir mal liegen. Da haben wir schließlich noch genug von. Bisschen durcheinander, aber okay. So. So, wo wollte ich bauen? Hier. Dann bauen wir die erstmal nochmal hin. So, denn... So, nee, ja, dann muss ich ja die Torches zuerst platzieren, ja, stimmt. So, so. Dann...
hier, so zack, hier noch ein Block hin. Dann kommt hier die eine Obsidian Pipe hin. Und an dieser Obsidian Pipe kommen die Engines, dass die Hühnereier abgesaugt werden. Ne, hat abgesagt. So. Hier kann ich noch reingehen. Wo soll die Kiste hin? Ich glaube, die Double Chest könnten wir da platzieren. So, dann müsste sie nur eins in die Tiefe. Aber mal zwei in die Tiefe, dann gehen wir auf die andere Seite ran. So, dann geht sie hier nach oben. Und kann ich unter der Chest abbauen? Ja, kann ich. Ja, ich will auf die Metall haben. Wollte Armor haben. So, den Boden da oben tauschen wir sowieso noch aus. Keine Sorge. So, dann können wir hier runtergehen. So, hier müssen wir aber jetzt so bleiben. Weil die Redstone-Dinger sonst weggehen würden. So. So, dann haben wir das Abpumpsystem also schon mal integriert. Sehr schön. So, ja, wie gesagt, den Boden oben tauschen wir sowieso noch aus. Das sollte nicht das Problem darstellen. Und ich überlege auch gerade, ob ich hier unten nicht so einen Xycorium-Block oder so reinlegen sollte. Oder irgendwie generell einen Lichtblock. Weiß nicht, wir müssten auch noch irgendwo Glowstone haben, obwohl es eigentlich schon fast zu schade ist, so einen Glowstone-Block dahin zu stellen. Ja, einen Hammer. Ja, ich weiß, den habe ich vorhin gesehen. Ein bisschen Glowstone, ja, ich habe welchen hergestellt, ich brauchte welchen. So, das Erz rein, das Xycorium. Haben wir da noch Lamp? Block? Lamp, also Light. Stimmt, die heißt ja Light. Ganz wichtig, Light. Okay, merke ich mir hoffentlich. Na gut, ich kann mir auch ein englisches Wort nicht merken, von daher. Na, sag mal ein anderes. Also ich habe Talent. Ja. Ja, das ist Talent, ja, ja. Das müsst ihr euch merken, das ist Talent, Leute. Freunde. Ihr müsst wissen, dass ich gerade richtig verpeilt bin. Irgendwie klappt es gerade überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo ich anfange, so weiter. Welches wie rum ist eigentlich egal. Na, wobei ich könnte in der Mitte das, dann links Start. Dann wären das die... So. Dann mit denen. So, dann kommt ihr davor. Das hat seine Bewandtnis, warum ich da normale Pistons nehme. So. Und auf der Seite... Zwei tief. Hier kommen Sticky Pistons hin. Natürlich richtig rumgesetzt. Bevorzugt jedenfalls. Und auch da wieder... Achso. Fünf. So. Sehr schön. Und auch hier wieder Blöcke vor. So, ist jetzt auf der linken Seite der Start. Hallo, Gravel. So, das Problem ist, ich habe mich jetzt über die Schaltung noch nicht so Gedanken gemacht, sag ich mal. Könnte ich das machen? Wie könnte ich das machen? Wie könnte ich denn das machen? Ich könnte mal versuchen, ob was funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Version geht oder nicht. Das können wir mal ausprobieren. So bräuchte ich jetzt hier aber ein bisschen mehr Platz. Erstmal für die Schaltung zum Aufbauen und zum Versuchen. Und ich brauche Half Slabs. So, wir haben auf jeden Fall Stone Half Slabs. Dann kann ich die mal probieren und dann schauen wir mal weiter. So, Slappy Slap Slap. Bei mir im Hintergrund müsste man Föhngeräusche vernehmen, wenn ich rede. Ja, hört mal. It is essential for same items award after more reach search a Boots of Traveler. Also wir müssen es aus den Boots of Traveler her mitkriegen.
Mit Grammar. So. So, das müsste funktionieren. Wir brauchen. So, jetzt der große Test. Ja, es funktioniert also in der Version. Sehr schön. Was denn? Ich kann drei Pisten mit einem einzigen Redstone-Signal bepowern. Okay. In sehr kompakter Form. So, das Problem ist aber, wir müssen jetzt bei der Größe hier bleiben. Das heißt also, ich werde mal kurz... Ich hätte einfach nur die Torch abbauen müssen, fällt mir gerade auf. Na, egal. So, so, so. Ich muss auch noch irgendwie wieder rauskommen. Ah, Gravel. Huh, Glück gehabt. So. Ja, jetzt muss ich hier an denen mal kurz ran. Das waren, die waren hier. Ja, das Gute ist, da können wir jetzt selber benutzen. Ja, das Wichtige ist halt, warum ich das Ganze so komisch bauen werde. Einmal mit Sticky Pisten und einmal mit normalen, ist ganz einfach. Die Hühnerfarm soll ja dazu dienen, dass die Hühner sterben. Also durch Ersticken. Weil jetzt die einfachste Variante ist, welche zu töten und mit Lava und so, das wäre ganz aufwendig und eklig und nervig. Ja, das braucht man eigentlich nicht. Das haben wir schon mitbekommen gehabt. Es funktioniert halt auch nicht so gut und ja, ich müsste mir da viel aufwendiger Gedanken machen und so weiß ich auf jeden Fall, dass funktioniert. Sodass das Ganze jetzt auf jeden Fall so runtergebrochen wird. Warum kenne ich diesen Trick? Ganz einfach, weil ich früher damit schon gehandhabt habe. Weil ich bin schon sehr lange Minecraft, ist ja kein Geheimnis. Und ach, komm schon hoch, danke. Und ich kenne mich auch relativ gut mit, also nicht wirklich gut. Gut ist anders. Gut sind so Leute wie Seth Bling, der übrigens auch bei den Awesome Games dann Quick dabei war. Ja, an dieser Stelle mal kurz erwähnt. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ich bin erstaunt. Ich hätte nicht so gedacht, dass er so aussieht. Wenn dir jetzt Seth Bling nicht sagt, Mansi, du, Lümmel, du, das ist der, ja, mit bis jetzt beste Minecraft Redstone Bauer, den es gibt. Mhm. Er hat schon ganze, ja, ich sag mal, Mods programmiert, jetzt Mods im Anführungszeichen, in Minecraft. Also er hat ganze Spielmodis gemacht und alles. Er hat sogar Cookie-Clickers gemacht, Seth Bling. So, der hier. Der sagt mir weniger, also ich kenne The Red Engineers. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nö. Der hat auch sehr viele Sachen Richtung Achso, wir können mal probieren. Gefühlt. Ich bin doch jetzt nicht ganz bescheuert, oder? Du bist immer bescheuert. Ah, okay, es funktioniert auf jeden Fall. Ja, die werden jetzt erst unten gestapelt, das ist ein bisschen doof. Ach komm, legen wir das Kabel dann doch noch um die Pipe. Ich weiß, es kann jetzt sein, dass jetzt nichts ankommt. So. Ja, wie gesagt, der Boden hier, der kommt noch raus. So, und jetzt mit Buttons. So, und jetzt steht hier was ganz anderes da. Jetzt habe ich eine andere Seite gefunden und hier sind ganz andere Aspekte drauf, die vorhin auf der Seite nicht waren. Das ist mir jetzt sehr verwunderlich, deswegen habe ich jetzt hier gewundert. Enchantment Fabric, das brauche ich doch. Aber ich kann keinen Zucker kennen, also kein Wasser hinzufügen. Problem an der ganzen Sache, das war ein ganz falsches Rezept. Jetzt habe ich hier eins mit Fabrico. Achtung, ja, hat auch nie geknallt. So. Und die Panos. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Aspektseite und machen das mal schnell. So, ich komme langsam hier voran. So, jo. Zack, zack. Aspekt, so. Ach so, ich muss ja garantiert noch einen Repeater einbauen. Ich glaube, sonst Redstone-Signal ist zu lang. Hier sollte es aber auf jeden Fall reichen. So, möglichst kleine Verzögerung. Wir brauchen keine Verzögerung. Habe ich noch Platz im Inventar? Nee. Dann... Was war das? Shift und Linksklick? Nee. Shift und Q. Nein. Alt und Q?
Thanos. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich hab's doch letztes Mal rausgefunden. Nicht gut, jetzt ist er verwirrt und jetzt bin ich wieder klar im Kopf. Ich könnte wetten, meins klappt nicht und dann klappt seins. Egal. Ja, ich hab grad überlegt, welche Taste das ist, womit man aus dem Inventar Items rauswirft. Letztes Mal habe ich es noch gesagt, in der letzten Folge, aber ich kann jetzt gerade nicht nachgucken. Was ist denn die strengen Kugeln wie sowas? Ja, eigentlich sowas in der Richtung, ja, aber ist es nicht. Jetzt gehen die Netherwarzen hier rein, schöne Sache. Aber... Okay, so. Okay, ich hab's, glaube ich... Steuerung Q und Rechtsklick? Ja, Steuerung Q und Rechtsklick ist es. Gut, also wir brauchen noch ein... Und mit Linksklick schmeißt man alle raus, dann... Aber ich okay, aber es leckt gerade irgendwie sehr hart. Ich gehe gerade was ausmachen, woran es vielleicht liegen könnte. Ist noch was irgendwie? Nee, mehr brauchen wir erstmal nicht wegwerfen. So, hierhin. Hier brauchen wir noch einen Kabelstone-Block. Hier auch. So. Ach so, jetzt habe ich einen zu weit gebaut, fällt mir gerade auf. So, damit hat sich das jetzt erledigt. Ach so, nee, jetzt läuft es ja da rein. Dann haben wir jetzt das connected hier mit dem Hebel, das ist doof. Das kann ich nicht machen. Weil das Problem ist, das Redstone-Signal, das läuft... Naja, wobei das vom Hebel läuft ja dann nicht da rein. Ach so, aber das vom Button, das aktiviert es dann. Stimmt, das kann ich nicht machen. Ruhig nochmal. Ich brauche hier einen Hühnchenspender. Wo packe ich da den Hebel hin? Ich könnte es nach hinten ein Stück weglaufen lassen. Das sollte dafür sorgen, dass es auf jeden Fall funktioniert. Sieht dann so aus. Und würde so hier runter und dann kommt hier noch ein Block hin. So, hier kann ein Block hin, da kann nicht, hier kann ein Block hin, hier kann ein Block hin, da, hier. So, hier drüber, hier kann ein Block hin und ab hier kann es aufgefüllt werden. So, dann haben wir jetzt hier einen Button. Okay, Stone of Stone sieht man sehr gut, ich merke schon. So, das sollte auf jeden Fall verhindern, dass wenn ich jetzt hier einen Hebel hinpacke, dass die irgendwie miteinander connecten. Weil jetzt bepowert es kein Stein, sondern nur... Sollte funktionieren. So, bei mir wird es langsam auch relativ dunkel im Zimmer. Ich muss, glaube ich, gleich Licht... Ah, es ist auch gerade Nacht, fällt mir gerade auf. Es ist mir ja immer noch scheiße. Ach man, dann brauche ich einen zweiten Bodenbutton. Beschriftigt die halt, ist mir egal, so. Die sieht man wenigstens. So, zack, zack. Zack, 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 zack. So, Wooden Button und den Lever. So. Lever deswegen, weil Klick, Klick, Klick und so weiter. So. Fabrikation. Da drunter oder da drüber? Da drunter. Start des... Hühnerfabrikationsprozesses. Prozess wird mit Z geschrieben. Und Prozesses passt nicht hin. Ach man, das ist doof, wenn ein Wort auf drei Zeilen gedehnt ist. Start, okay, dann machen wir es anders. Start der Hühner. Verarbeitung passt nicht hin. Verarbeitung, kleinen Verarbeitung, so.
Ende der Hühnerverarbeitung. So. Sehr schön. Wir sind bei 25 Minuten. Ah! Etwas eine Sache im Part geschafft. Schöne Sache. Soll ich die Envis? Dispensen von Eiern. Eier. Eier, Eier, Eier. Also man merkt, es dauert schon seine ganze Zeit, wenn man jetzt hier das rausbekommen hat. Wie gesagt, Grund dafür, ich hatte ja am Anfang ein falsches Rezept. Jetzt kann man eben diese Sachen craften. Ich weiß gerade nicht, was in die Mitte kommt, aber sonst kommt außenrum nur Strings. Was aus wie Wood. Warte. Da braune Wolle. Also irgendwas Dunkles. Na ja, gut, wir werden uns rauskriegen. Aber wenn er damit einverstanden ist, würde ich jetzt so langsam den Part beenden. Ja. Gut, weil nach der Sache war es jetzt doch ein bisschen. Ah, voll. Gut, da würde ich sagen, gucken wir mal kurz hier noch rein, denn jetzt habe ich nämlich die Schlache geschafft, jetzt brauche ich nämlich die Sache, dann kann ich nämlich hier hoch und das baut sich alles nach und nach auf, also das dauert seine Momente, muss man noch rausfinden, was das für ein Ding ist und dann würde ich sagen, Peter, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann gebt einen Daumen nach unten, ist ja selbstverständlich. Schreibt natürlich dann in die Kommentare, was euch nicht so gefallen hat in der ganzen Sache, beziehungsweise Tricks und Tricks bei ihm Richtung Redstone, wie es aussieht, oder Hühnerfarm allgemein so. Und wenn ihr bei mir guckt, so Richtung Make. Ich muss jetzt hier gucken, was das in der Mitte ist. So, und jetzt müssen. Das ist jetzt noch ein kleiner Funktionstest. Okay. Funktionieren die Schalter? Alter, hat der einen langen Delay. Alter, haben die einen langen Delay. Boah, ist dead Serverlex. So, und der müsste auch funktionieren, wenn der andere nicht aktiviert wurde. Auch wenn es ewig dauert, warum auch immer. Okay, das ist schon mal keine Erde. Das wissen wir jetzt. God damn it. Achso, ah, stimmt, ich wollte ja. Jetzt habe ich das ein bisschen falsch gebaut. Na gut, aber ich glaube, bis zum nächsten Mal hat das hinbekommen. Das wird ja jetzt kein Problem mehr für Sie sein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Man of the World und der. Beastisti, wundervollsti. Ist gerade noch ganz kurz in 3 Sekunden gefixte habende. Warum habe ich das gerade zugebaut? Ich bleibe, ich muss hier hinten nochmal ran. Rani! Raccoon Side Play. Oh ja. Tschüss. Tschüss. Ich werde deine Tonspur komplett rausschneiden, dieses Ha!